und ich habe mir noch kein Geschenk ausgewählt. Nichts ist mir zu teuer für meine kleine Adelheid, die Tochter des Bürgermeisters von Friedenstedt. Dem reichsten und absolut wichtigsten Mann, den wir hier haben. Oh, na ja, ich weiß nicht. Stimmt. Einen schönen guten Abend, Herr Bürgermeister. Adelheid? Pastor, darf ich Ihnen dabei behilflich sein? Oh, danke. Irgendwie scheint es mir in jedem Jahr schwerer zu werden. Ja, nun, aber die bildliche Darstellung von Christi Geburt ist ein wichtiger Teil unserer Weihnachtsfeier und wir alle müssen da mithelfen, auch der Bürgermeister. Papa, lass uns weitergehen. Ja, mein Liebes, natürlich. Entschuldigen Sie, Herr Pastor, mehr kann ich Ihnen im Moment nicht zur Hand gehen. Ich habe eine Verabredung mit meiner Lieblingstochter. Ich bin deine einzige Tochter, Papa. Ja, da hast du eigentlich auch wieder recht. Wollen Sie heute Nachmittag keine Zeitung, Herr Bürgermeister? Es ist eine Sonderausgabe, weil in 2 Tagen Weihnachten ist. Danke, Brigitte. Was immer es an weihnachtlichen Nachrichten gibt, es können nur gute Neuigkeiten sein. Der Rest ist für Sie. Oh, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Auch Sie haben sich also von der weihnachtlichen Stimmung anstecken lassen. Da haben Sie offenbar recht, Brigitte. Ich glaube, Sie haben recht. Komm, Vater! Ja, ja, aber natürlich, mein Schatz. Ich wünsche Ihnen... Guten Abend, Carla. Kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ja, das will ich meinen, Brigitte. Das Städtchen sieht wunderschön aus. Jeder scheint in diesem Jahr sein Haus zu schmücken. Ja, jeder bis auf einen. Ach ja, armer, einsamer Hans. Immer dasselbe mit ihm, jedes Jahr aufs Neue. Oh. Guten Abend, Hans. Weihnachten steht vor der Tür. Hast du das noch nicht bemerkt? Je schneller das Fest kommt, desto schneller ist es vorüber. Endlich vorüber. Meine Güte, Hans, ich verstehe nicht, warum du Weihnachten so furchtbar hast. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum du Weihnachten so furchtbar liebst. Damit wären wir quitt. Alles an dem Fest gefällt mir. Das Anzünden der Adventskerzen, der Festtagsbraten, die Weihnachtsfeier in der Kirche, die freudige, vorweihnachtliche Stimmung im Ort. Mir macht es sogar Spaß, Weihnachtsgeschenke für meine Familie zu kaufen. Dieses Jahr schenke ich meiner Frau einen warmen Wintermantel. Und der Wunschzettel meiner Tochter ist kilometerlang. Du weißt, ich habe keine Familie. Hast du nichts Besseres zu tun, als hier herumzusitzen und dich in meiner warmen Werkstatt aufzuwärmen? Nein, nein, Hans, du brauchst nicht erst grob zu werden. Ich habe den Wink schon verstanden. Das war kein Wink. Ist ja gut, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ah! Und du, was willst du? Bist du auch hier, weil du ein Weihnachtsgeschenk willst? Du brauchst dir keine Mühe zu geben, Aldo. Weihnachten ist nur eine Ausrede für Raffgier und daran werde ich mich auf keinen Fall beteiligen. Was? Wer ist da? Darf ich dir eine Zeitung geben, Hans? Ich habe eine übrig. Siehst du nicht, dass ich zu arbeiten habe? Ich kann meine Zeit nicht damit verschwenden, Zeitung zu lesen. In der Bäckerei gibt es wunderschöne Weihnachtsplätzchen. Du solltest dir für deine Weihnachtsgäste einige davon besorgen. Du weißt genauso gut wie ich, dass mich niemals jemand besuchen kommt. Jetzt nicht und ganz bestimmt nicht zu Weihnachten. Ach, jedes Jahr aufs Neue hoffe ich, dass die Dinge sich für dich ändern mögen, Hans. Ich hoffe trotzdem, dass du ein wunderschönes Weihnachtsfest haben wirst. Was weißt du schon? Du bist nur ein dummer Vogel. Was ist nun wieder? Was wollen Sie? Also wirklich, ist das eine Art, seinen Bürgermeister zu begrüßen, Schuhmacher? Oh, euer Ehren, es tut mir wirklich leid. Ich hielt Sie für diese alte Frau. Was? Ich wollte damit nicht sagen, dass Sie aussehen wie eine alte Frau. Ich meine, Sie sind natürlich nicht die Spur alt. Lassen wir das lieber. Wir sind in einer höchst wichtigen Angelegenheit, hier möchte ich betonen. Womit kann ich dienen, Herr Bürgermeister? Ich bin auf der Suche nach dem idealen Weihnachtsgeschenk für meine liebe Adelheid. Dass wir hier so ein Geschenk finden, das bezweifle ich sehr, Papa. Nichtsdestotrotz müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen. Zeigen Sie uns Ihr bestes Erzeugnis, Schuhmacher. Es tut mir leid, Herr Bürgermeister, aber ich habe schon lange kein neues Paar Schuhe mehr gefertigt. Meine Hauptarbeit besteht darin, die alten Schuhe der Leute wieder instand zu setzen.
Komm, Papa, wir vergeuden hier unsere Zeit. Siehst du, Aldo, dieses Geschäft habe ich vermasselt. Du hast recht, Aldo. Ich hätte dem Bürgermeister anbieten sollen, seiner Tochter aus dem feinen roten Leder, das ich zurückgelegt habe, ein paar Schuhe zu machen. Nun ist es zu spät. Der Bürgermeister wird woanders ein Geschenk finden. Der Bürgermeister. Er kommt zurück. Herr Bürgermeister, ich bin so froh, dass Sie zurückgekommen. Guten Abend, Hans. Ach, du bist es nur, Gretchen. Ja, das bin nur ich, stimmt. Aber heute habe ich einen Auftrag für dich. Was ist denn bitte das? Ist doch kaum zu glauben, was, Hans? Irgendjemand muss sie weggeworfen haben, diese wunderbar erhaltenen Schuhe. Diese Schuhe gehören auf den Müll, da ist nichts mehr zu machen. Ich hatte gehofft, dass du sie irgendwie zusammenzaubern könntest. Ich wollte, dass du sie für meine Enkelin Elsa flickst und reparierst. Oh. Ich wollte sie ihr nämlich zu Weihnachten schenken. Man müsste tatsächlich zaubern können, um diese Schuhe halbwegs wieder hinzukriegen. Aber ich kann dich dafür bezahlen. Bezahlen? Womit willst du denn bezahlen, Gretchen? Sieh mal her, dies ist mein wertvollstes Reisigbündel. Ich hatte es für Elsa und mich aufgehoben. Aber jetzt gebe ich es dir als Arbeitslohn. Von Zweigen kann ich ja wohl kaum satt werden, das weißt du. Bitte, Hans. Ich weiß, dass ein Reisigbündel nicht annähernd genug Bezahlung für deine wertvolle Arbeit ist. Aber das ist alles, was ich habe. Und Elsa braucht die Schuhe so dringend. Es war als Weihnachtsgeschenk gedacht und ich hatte gehofft, dass du mir die Bitte in der Weihnachtsstimmung nicht abschlägst. Weihnachtsstimmung? Eher wohl eine habgierige Stimmung. Jeder macht sich Gedanken über Weihnachtsgeschenke. Ich habe noch von niemandem ein Geschenk bekommen. Und zu Weihnachten schon gar nicht. Hans, ich bin etwas erstaunt über dich. Beim Weihnachtsfest geht es um weit mehr als um Geschenke. Davon bemerke ich aber nichts. Dass man sich Weihnachten etwas schenkt, ist, weil man sich freut über Gottes großes Geschenk. Siehst du, es geht nur um Geschenke. Aber Hans, Gott hat uns seinen Sohn Jesus Christus zum Geschenk gemacht, der in Bethlehem geboren wurde, um der Erlöser der Welt zu sein. Ist das nicht wert, gefeiert zu werden? Nun doch, ja, nur... Wenn das so ist, dann kann man nichts machen. Gute Nacht. Hans? Hans? Hä? Oh, wer bist du? Was willst du? Fürchte dich nicht. Ich bringe dir gute Neuigkeiten. Das kann unmöglich wahr sein. Ich meine, bist du wirklich da? Hans, du kannst dich in diesem Jahr richtig auf Weihnachten freuen. Du nicht auch noch? Es ist offenbar ein Albtraum. Dieses Jahr bekommst du zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk. Nein, niemand wird so töricht sein, mir ein Geschenk zu machen. Ich hasse Geschenke. Dieses Geschenk wird über allen anderen stehen. Es wird nämlich ein Geschenk von Gott sein. Was, ein Geschenk von Gott? Für mich? Guten Morgen, Frederik. Guten Morgen, Brigitte. Wo kann man die schönsten Geschenke in diesem Städtchen kaufen? Ich muss ein Geschenk kaufen, aber für jemand ganz Besonderes. Na ja, wie wär's mit dem Buchladen gleich drüben auf der anderen Straßenseite? Danke, Brigitte, eine wunderbare Idee. Guten Tag, Hans. Wie schön, dich so gut gelaunt zu erleben. Was kann ich für dich tun? Ich brauche das schönste Geschenk, Gustav, das du in deinem Geschäft hast. Wie wäre es mit diesem wunderschönen Bild? Es ist etwas Besonderes, weißt du? Nein, nein, nein. Es gefällt mir. Aber ich brauche das Beste, was du hier im Laden hast. Da wäre noch diese Skulptur. Sie ist genial. So, als würde sie leben. Nicht wahr? Ach, mir ist, als hätte ich sie schon irgendwo mal gesehen. Hast du nicht irgendetwas Ausgefallenes, etwas Hübsches, Aufregendes und eben Besonderes? Ich weiß schon. Komm mit, Hans. Ich habe genau das Richtige. Aber das ist doch nur ein einfaches Kästchen. Ach, glaubst du? Dann sieh dir das mal genau an.
Das ist verblüffend. Papa, sieh doch mal! Oh, Herr Bürgermeister und Adelheid, wie schön, Sie hier beide zu sehen. Gustav, was ist das? Das ist mein Geschenk, Papa. Ich will diese Spieluhr zu Weihnachten. Nein, wartet. Ich will sie kaufen. Hier, Gustav, ich gebe dir all mein Geld. Was immer er dir dafür bezahlen will, ich werde mehr bezahlen. Aber... Tut mir leid, Hans. Oh, Papa! Wie wäre es mit einer dieser anderen Spieluhren, Hans? Die sind auch ziemlich gut. Du verstehst mich nicht, Gustav. Es muss nicht nur ziemlich gut sein, sondern das Beste. Ich suche weiter. Bitte, darf ich mit anfassen? Gretchen, du bist doch dafür, dass man sich Weihnachten gegenseitig was schenkt. Ja, wenn man von Herzen schenkt. Was würdest du schenken, wenn du jemand ganz Besonderes ein Geschenk machen willst? Das hängt ganz davon ab, wer es ist, Hans. Nun, wer es ist? Es ist Gott im Himmel. Was würdest du Gott zu Weihnachten schenken? Ich würde ihm das geben, was ich ihm jeden Tag gebe. Meine Sünden, damit er sie vergibt. Meine Schwäche, damit er sie stärkt. Meine Sorgen, damit er daraus Freude macht. Nun, das ist wohl kaum das, an was ich dabei gedacht habe. Dann denk noch mal darüber nach. Wege es in deinem Herzen ab. Dann kommst du ganz von selbst drauf. Das ist es. Danke, Gretchen. Elsa, ihr habt den Tag gerettet. Übrigens, frohe Weihnachten! Hört der Engel Lobgesang, der in unsere Herzen drang. Friede und Barmherzigkeit bringt der Heiland unserer Zeit. So stimmt ihm die Lob mit ein, reicht euch in des Himmels ein. Aldo, mein Freund, ich hab gehofft, dass du heute kommen wirst. Hört der Engel Lobgesang, der in unsere Herzen drang. Du hast recht, Aldo. Es ist einfach zu lang her, dass ich ein Weihnachtslied gesungen habe. Ich verrate dir ein Geheimnis. Einiges von dem Lied habe ich schon vergessen. Aber es ist Weihnachten. Wen kümmert's? Hauptsache, wir singen. Schau doch mal, mein Freund. Das ist das feinste Lieder, das es überhaupt gibt. Ich habe es viele Jahre lang aufgehoben für genau so eine Gelegenheit. Ich weiß, es ist ziemlich wenig, aber es ist das Beste. Und ich mache daraus etwas ganz Wunderschönes. Silberne Nägel. Die hat mein Vater alle von Hand gefertigt. Und diese silbernen Glöckchen stammen von meinem allerersten Weihnachtsbaum. Sie haben mich so glücklich gemacht. Ich fertige ein Geschenk, Aldo. Ein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß, was du denkst. Aber mir wurde gesagt, dass ich dieses Jahr ein Geschenk erhalten würde. Ein ganz besonderes Geschenk. Und ich möchte auch so etwas Besonderes haben, das ich verschenken kann. Bethlehem, du kleine Stadt, wie ruhig liegst du hier. Im Schlaf leuchten nur die Sterne. Ich frage mich, was Hans da drinnen die ganze Zeit Soweit ich gehört habe, fertigt er ein Geschenk für einen König. Ach, wirklich? Für einen König? Psst, Aldo, ich bin fast fertig. Wie kann man so ungeduldig sein? Jetzt sind sie fertig. Sie sind noch besser geworden, als ich gehofft hatte. Ich möchte, dass jeder mein besonderes Geschenk sieht. Die roten Weihnachtsstiefelchen. Macht Platz für den Bürgermeister! Lasst mich durch! Lasst mich durch! Du meine Güte! Das sind aber wirklich die schönsten Stiefel, die ich in meinem Leben gesehen habe! Das ist das Geschenk, Papa! Das ist es, was ich zu Weihnachten haben will! Die roten Stiefelchen! Ja, ja, aber sicher, mein Liebes, dann sollst du sie auch bekommen! Schuhmacher! Was kann ich an diesem wunderschönen heiligen Abend für Sie tun, Bürgermeister? Oh, Sie sind mir ein gerissener Bursche, Schuhmacher. In der Tat haben wir heute Heiligabend. Herr Bürgermeister, ich verstehe nicht. Ich habe schon seit langer Zeit kein neues Paar Schuhe mehr gefertigt, Herr Bürgermeister. Sie wussten, ich würde in ganz Friedenstädt niemals ein Geschenk finden, das so prächtig ist wie diese Stiefelchen. Also haben Sie bis Heiligabend gewartet, um den Preis nach oben zu treiben. Nun, wie hoch ist der Preis dafür? Tut mir leid, Herr Bürgermeister, aber diese Stiefelchen sind unverkäuflich. Sie sind ein Geschenk. Aber natürlich sind sie ein Geschenk für meine Adelheid. Jetzt nennen Sie mir Ihren Preis. Nein,
Die Stiefelchen sind nicht verkäuflich, zu keinem Preis. Oh, sie sind unverkäuflich, aber ihr sagt es dem Bürgermeister zu widersprechen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, Schuhmacher. Diese Stiefelchen will ich unbedingt haben. Ich konnte die roten Stiefelchen nicht hergeben, Aldo. Sie sind mein Geschenk für Gott. Freude der Welt, der Retter kommt. Macht eure Tore weit. Lasst ihnen eure Herzen ein, lasst ihnen eure Herzen ein. Lobpreist ihn alle Zeit, lobpreist ihn alle Zeit, lobpreist ihn alle Zeit. Noch nicht, Aldo. Diese Weihnachtsplätzchen sind für meinen ganz besonderen Gast. Ich muss das Allerbeste für ihn bereithalten. Ich glaube nicht, dass es unserem Gast etwas ausmacht, wenn du ein kleines Plätzchen abbekommst. Findest du nicht, Aldo? Und bald, Aldo, sehr bald, ist der heilige Abend da und wir haben alles fertig bekommen. Vielleicht ist das mein Gast. Ach, das bist nur du, Frederik. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Hans. Sieh mal, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, ein Weihnachtsgeschenk. Briefmarken, wie nützlich. Frohe Weihnachten, Hans. Na, du frierst sicher. Komm und wärm dich an meinem Feuer ein bisschen auf. Ich weiß, dass ich neulich ein bisschen schroff zu dir war. Ich habe es aber nicht so gemeint. Ach, wie schön. Du hast dich also von der Weihnachtsstimmung anstecken lassen. Na ja, im Grunde erwarte ich jemanden. Ich habe hier ein Geschenk für dich, Hans. Die Weihnachtsausgabe von morgen. Jetzt musst du nicht hinaus in die Kälte, um dir eine zu holen. Oh, wie reizend von dir. Danke. Oh, ich frage mich, was da so wunderbar, so köstlich duftet. Das Weihnachtsfestmahl. Ich habe es selbst bereitet. Komm, leiste uns Gesellschaft. Hier, setz dich. Seid meine Gäste. Ist schon gut, Aldo. Wir haben mehr als genug. Komm und setz dich zu uns, Hans. Ja, sofort. Es ist noch früh, aber mein Gast könnte bald eintreffen. Gast, sagst du? Auf wen wartest du denn? Da ist er. Geht nicht fort. Ihr werdet vielleicht staunen. Hans, frohe Weihnachten. Ich bringe Ihnen ein Geschenk. Einen meiner Spezialkalender. Bürgermeister, danke Bürgermeister, aber das war wirklich nicht notwendig. Und wegen heute Vormittag, es war einfach so. Sie brauchen mir nichts zu erklären, Hans. Ich weiß, dass meine kleine Adelheid ein bisschen verwöhnt ist, aber was soll ich tun? Sie ist nun mal meine einzige Tochter. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist etwas von dem Festmahl. Ich danke Ihnen, Hans. Eine Einladung zum Essen schlage ich niemals aus. Hans, wollen Sie nicht zu uns kommen? Jemand muss das Tischgebet sprechen und der Gastgeber sind Sie. Als ich noch ein Kind war, sangen wir zu Weihnachten immer ein bestimmtes Tischgebet. Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kinderlein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Vielen Dank für das wunderbare Festmahl, Hans. Es war das Beste, was ich seit langer Zeit genossen habe. Ich wäre zu müde gewesen, um nach so einem schweren Tag noch zu kochen. Es war ein ganz besonderes Geschenk für mich. Es war ja so köstlich, Schuhmacher, aber jetzt muss ich rennen. Ich muss mich noch für den Weihnachtsgottesdienst umziehen. Wisst ihr, es war für mich wunderschön, dass ihr da wart. Nein, Aldo, mein ganz besonderes Geschenk habe ich offenbar verpasst. Aber trotzdem war es ein wunderschöner Abend. Verschwinde jetzt, Aldo. Oh, du bist es wieder.
Willst du mir wieder irgendwelche Märchen erzählen? Das besondere Geschenk, das du mir versprochen hast, habe ich nicht bekommen. Ich hatte alles vorbereitet, alles geschmückt, den Kamin angezündet und eine Gans gebraten. Vor allem habe ich die roten Stiefelchen angefertigt. Ich will dir helfen, es zu verstehen, Hans. Wie du von deinen Freunden gelernt hast, ist das gegenseitige Beschenken zu Weihnachten ein schöner Brauch. Aber die wahre Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, der uns in Bethlehem geboren wurde. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist Christus der Herr. Ja, ja, der Retter. Unser Retter, Christus der Herr. Jetzt verstehe ich ja. Das ist das wahre Geschenk. Mein Kind. Papa, als du sagtest, du hättest für mich ein ganz besonderes Geschenk gefunden, wusste ich nicht, dass du die roten Stiefelchen meintest. Papa, wo geht ihr mit meinen roten Stiefelchen hin? Jetzt schweig, Adelheid! Hier, mein Kind, ein Weihnachtsgeschenk für dich. Für mich? Ich habe diese Weihnachten ein so wunderbares Geschenk von Gott erhalten, Aldo. Das ist das Geringste, was ich tun kann. Gesegnete Weihnachten für dich, Hans. Danke. Frohe Weihnachten. Aber Papa! Das ist es nun einmal, was Weihnachten ausmacht, Adelheid. Wir beschenken uns, weil Gott uns vor langer Zeit an diesem Tag das größte Geschenk von allen gemacht hat. Weihnachten. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Es ist Christus, der Herr. Straßen.